Was noch? Straßen. Straßen sind ein großes Problem. Am liebsten würde ich alle, zumindest die, die durch Naturschutzgebiete gehen, untertunneln oder übertunneln. Da sagt mir die Politik immer, das ist viel zu teuer, das können wir nicht machen. Aber sie können langsamer fahren. Weil je schneller ich fahre, desto mehr Insekten töte ich in der Regel auch. Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch. Heute zum Thema, was können wir tun, um die Biodiversität zu erhalten? Meine Gesprächspartnerin heute ist Professor Alexandra Maria Klein. Sie ist Biologin, Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität Freiburg. Und ihr Forschungsgebiet ist unter anderem, dass Pflanzen, Insekten zusammenarbeiten oder ich glaube, es heißt Pflanzen-Insekten-Interaktion, Frau Klein. Oder ich weiß, manche Leute nennen sie auch einfach Bienenkönigin, aber das wäre viel zu kurz gesprungen, richtig? Ich weiß nicht, ob es zu kurz gesprungen ist. Ich würde es einfach falsch sagen. Ich bin keine Bienenkönigin, sondern ich beschäftige mich wirklich mit den Interaktionen zwischen den Bienen und den Pflanzen. Und das ist, den Vorgang nennt man ja dann Bestäubung, also eigentlich eher Bestäubungsökologin. Ach, Bienenkönigin, vielleicht jemand, der sich extrem gut mit den Honigbienen auskennt oder mit einer Wildbienenart. Und wir beschäftigen uns mit der Gesamtheit aller Wildbienenarten. Das nutzen wir, um heute mehr zum Thema Biodiversität und vor allem der Möglichkeit des Erhaltens der Biodiversität herauszufinden. Ich habe gesehen, bei Ihnen im Hintergrund ist schon ein Insekten- oder ein Bienenhotel zu sehen. Ich glaube, mit den Umrissen eines Bundeslandes. Das ist Baden-Württemberg. Das ist Baden-Württemberg, gut erkannt. Ein Geschenk. Ja. Und, für Gutachtertätigkeiten. Dann nutzen wir doch mal gleich die Wissenschaftlerin gnadenlos aus. Wie sinnvoll ist es denn, wenn ich was für die Biodiversität tun möchte, in meinen heimischen Garten ein Insektenhotel aufzustellen? Ja, auch wenn Sie das sehr schön formuliert haben, wenn Sie die Wissenschaftlerin fragen, dann müssten wir eigentlich erstmal definieren, was Biodiversität ist. Und Biodiversität, da geht es ja nicht nur darum, Arten zu fördern, sondern auch Gene zu fördern und die Vielfalt in der Landschaft zu fördern. Und das kann ich natürlich nicht alles mit einem Insektenhotel machen. Ich kann aber mit einem Insektenhotel ein paar mehr Bienen reinbringen. Und zwar, was unsere Untersuchungen zeigen, ist wirklich auch weil viele immer sagen, da gehen doch nur so wenige Arten rein. Am Ende, wenn ich über ganz Deutschland, also in unseren Untersuchungen, wie wir über ganz Deutschland geschaut haben, haben wir bis jetzt 36 Bienenarten, also nur Bienenarten gefunden und da gehen noch ganz, ganz viele Wespen rein. Also für die ist es dann auch gut. Und da sind unter anderem auch Arten dabei, die auf der roten Liste ganz, ganz oben eingestuft werden, also die hochgefährdet sind. Die finden wir da drin auch. Und dann ist es von diesen 36 Arten, sprechen wir mal von 36 Arten, wir haben 560 bis 570 in Deutschland, dann sind das 6,5%. Und das ist gar nicht so ganz wenig. Ich möchte das mal verdeutlichen mit der Bestäubungsleistung. Die Bestäubungsleistung in Deutschland für uns Menschen, nur für Kulturen, die wir direkt konsumieren, für Äpfel, für Getreide, die hängt von den Bienen ab. Also die Bienen müssen ja bestäuben, aber nicht jede Kulturpflanze wird von Bienen bestäubt. Und am Ende sind das auch 6% von der ganzen Produktion, die von den Bienen kommen. Also das ist sehr ähnlich. Das hört sich vielleicht wenig an, aber am Ende sind das, in Deutschland sind es 2 Milliarden, weltweit sind es 150 bis 160 Milliarden, kommt immer drauf an, in welchem Jahr wir gucken. Also das ist eine ganze Menge. Somit würde ich sagen, ja, mit diesen Insektenhotels, sie können nicht die ganze Biodiversität damit retten. Dafür ist Biodiversität viel zu komplex. Aber wir können ein paar Bienen in den Garten bekommen, können die beobachten. Und durch dieses Beobachten können wir ganz, ganz viel lernen. Und das ist wichtig. Und alles, was wir sehen und worüber wir mehr wissen, das schützen wir dann am Ende auch. Deswegen finde ich es eigentlich ganz toll, wenn man so ein Bienenhotel im Garten hat. Und ich weiß, dass Sie auch eine Untersuchung gemacht haben mit mehr als 300 von diesen Hotels, wo Sie beides erreichen. Auf der einen Seite Wissenschaft und auf der anderen Seite junge Menschen vor allem begeistern für das Beobachten. Vielleicht können Sie was dazu sagen, wo diese 300 Hotels stehen. Ja, das ist ein Projekt, das nennen wir bürgerwissenschaftliches Projekt. Da haben wir mit einer Schule, einem Internat hier in Freiburg gearbeitet. Das ist so ein World College. Davon gibt es eigentlich in fast allen Ländern immer eine Schule. Da sind internationale Studierende oder internationale Schüler, die da mit uns zusammenarbeiten. Und die haben mit uns ganz, ganz viele von, wo sind sie denn jetzt? Ups, ich zeige die mal.
das ist so ein Insektenhotel, ein Insektenhaus nennen wir sie eher, beziehungsweise das nennen wir Nisthilfe, die wir in der Forschung einsetzen. Das ist einfach Schilf, was geschnitten wird, getrocknet wird und in so eine Box gepackt. Und da können jetzt die Bienen und Wespen drin nisten. Und diese Schüler haben mit uns die an über 300 Schulen. Oh, wir hatten viel mehr. Wir hatten unglaublich viele Bewerbungen. 350 haben wir dann ausgewählt. Mehr konnten wir nicht handeln. Und die haben dann am Ende 2 von solchen Nisthilfen bekommen. Und eine schicken sie uns jedes Jahr immer wieder zurück, so dass wir schauen können, sind da invasive Arten drin? Also Arten, die hier nicht hergehören. Wir haben zum Beispiel so eine Biene, die kommt aus, ja, wir haben eine chinesische Biene, die hat hier eigentlich nichts zu suchen. Die breitet sich hier aus und vertreibt gegebenenfalls die anderen. Wir haben so eine mexikanische Wespe, den mexikanischen Grillenjäger, der vertreibt vielleicht auch andere Bienen oder Wespen. Und sowas können wir damit untersuchen. Und dabei helfen uns einerseits die Schüler und sie lernen dabei ganz viel. Die haben nicht nur sowas, wir haben verschiedene Bienenhäuschen. Wir haben dann auch zum Beispiel solche Platten. Da ist dann, kommen dann immer so Schichten drauf, immer mehr. Da ist einfach ins Holz reingebohrt. Hier kann man das vielleicht ganz schön sehen. Und darüber kleben wir dann so eine Folie. Das ist jetzt eine, da waren schon Bienen und Wespen drin, die sind schon geschlüpft. Hier sieht man so einzelne Brutzellen, da haben die dann ihre Larven reingelegt. Die Biene kleidet das dann mit Pollen aus und die Wespe zum Beispiel mit Blattläusen, mit ja manchmal auch Spinnen, aber ganz viel auch irgendwelche anderen blattfressenden Insekten, wie zum Beispiel Raupen. Und das ist ganz toll, weil das bedeutet für sie, wenn da auch Wespen reingehen, dass ich auch noch so eine Schädlingskontrolle in meinem Garten habe, wenn ich die ausbringe. Also nicht nur die Bestäubung, nicht nur mehr Bienen, sondern wenn die Blattläuse von meinen Rosen abnehmen, und das tun die, dann ist das eine natürliche Schädlingskontrolle. Und das konnten wir jetzt sogar auch mit DNA, konnten wir die ganzen Blattläuse mal bestimmen. Und das sind alle Schädlinge am Gemüse oder im Wald. Also es ist eine tolle Sache und sowas machen wir unter anderem mit den Schülern und mit 350 Schulen. Also ich habe verstanden, ich lerne etwas durchs Beobachten. Natürlich bringt es auch in gewisser Weise etwas für die Biodiversität, aber ich tue auch was für mein Gemüse im eigenen Garten und weiß jetzt klares Statement von Ihnen. Insekten. Ja, oder die Rosen, genau, klares Statement fürs Insektenhotel. Ich frage mich, wenn wir weniger Biodiversität haben, gibt es Punkte, wo etwas kippt, wo vielleicht auch ganz viele andere Tiere und Pflanzen betroffen sind, die sich nicht mehr erhalten können? Und machen Sie dazu Forschung, was zum Beispiel so ein großes Maisfeld alles mit sich zieht und an Lebewesen dann auch vernichtet, weil es so viel von dieser einen Sorte gibt? Genau, das sind sehr, sehr gute Fragen und genau mit solchen Fragen beschäftigen wir uns in unserer Forschung. Jetzt fangen wir gerade neu an mit einer großen Forschergruppe von der DFG, auch gefördert. Da geht es allerdings um Biodiversität in Wäldern. Da geht es jetzt nicht um den Maisacker, sondern es geht um den Wald. Der Wald hat ja genauso Probleme wie die Agrarlandschaft und da haben wir schon vor vielen Jahren mit der DFG zusammen oder mit Hilfe der DFG einen Wald aufgebaut. Ein Wald, wo wir Monokulturen angepflanzt haben, viele verschiedene Arten, also Waldarten, die in Monokultur da stehen, bis hin zu 16 Artenmischungen, also so hochdiverse Wälder. Und der Wald wächst und der ist jetzt schon einige Jahre alt und da können wir uns jetzt anschauen, was passiert denn mit den assoziierten Tieren an den Pflanzen, wenn ich jetzt eine Monokultur habe, eine Zweiartenmischung oder einen hochdiversen Wald. Und da können wir genau sehen, welche Pflanzenarten oder Baumarten brauchen wir denn in der Zukunft? Welche sind resilient bei dem Klimawandel? Welche sind das nicht? Und was passiert, wenn uns diese eine oder die andere Art wegfällt? Und wie viele Arten davon braucht man? Also wir können uns die Artenidentitäten anschauen und auch die Diversitäten. Also wie viel braucht man von welcher Baumart, damit Nahrungsnetze? Und da schauen wir uns zum Beispiel die Bienen und Wespen wieder an, die ja auch immer natürliche Gegenspieler haben. Die haben zum Beispiel Parasitoide, kleine Wespen, die ihre Eier wieder in die Biene reinlegen oder in die andere Wespe. Also es sind ja komplexe Nahrungsnetze. Und wir schauen uns dann an, ab welchem Punkt brechen diese Nahrungsnetze auseinander? Ab welchem Punkt ist diese Resilienz nicht mehr da? Und das Interessante ist, Ökologie oder ökologische Systeme sind einfach sehr, sehr resilient. Sie können
der Natur, die können sie hauen, sie können ganz viel kaputt machen und sie sind immer noch resilient, sehr, sehr lange, aber sie kommen dann plötzlich an einen Kipppunkt. Wir wissen, die kommen, aber wir wissen nie genau wann. Und da sind wir oft ganz, ganz nah dran. Und das ist das, wovor wir Angst haben, dass plötzlich dieser Kipppunkt erreicht ist und der ist einfach in den meisten Fällen reversibel. Ein Wald können Sie nicht so schnell wieder aufbauen. Das dauert. Und auch wenn man an einen Maisacker denkt, wo man vielleicht nur annuelle Kulturen hat, auch da muss man halt einfach wahnsinnig aufpassen. Und das ist das, was wir untersuchen. Wann kommt es zu diesen Kipppunkten und wie können wir diese vermeiden? Und haben Sie schon erste Thesen? Also wo ist so ein Tipping oder Kipppunkt erreicht, dass dann ein Nahrungsnetz oder eine Nahrungspyramide zusammenbricht? Also im Wald in diesen Experimenten oder wir haben das auch im Grasland, haben wir diese Experimente auch schon gemacht. Für bestimmte Organismen können wir relativ genau dann sagen, wie viel Diversität dann da sein muss, damit das Nahrungsnetz wirklich noch recht stabil ist. Für die Gesamtheit können wir das noch nicht machen, weil das werden wir jetzt ganz neu in dieser Forschergruppe zusammenbringen, dass wir die Bodenorganismen in ihren Netzwerken dann zusammenbringen mit den Bienen, mit den Raupen, mit halt allen möglichen Insekten und auch anderen Organismen, die in diesem Wald leben. Und das braucht halt dieses große Netzwerk und da fehlen uns alleine noch sogar die mathematischen, sage ich mal, Tools, also die Methoden, um das alles zusammenzubringen, die müssen wir parallel auch noch erarbeiten. Und wenn Sie jetzt eben gerade gesagt haben, wir wissen ziemlich genau, wie viele man braucht, mit was messen Sie das? Also sagen Sie so und so viele unterschiedliche Insektenarten oder gibt es da eine Einheit dafür? Also wir wissen, dass für spezifische Ökosysteme, die wir dann untersucht haben, aber wir wissen das nicht für die Allgemeinheit aller Ökosysteme. Aber ich weiß zum Beispiel, ich gehe nochmal ganz einfach zurück zur Bestäubung. Damit so eine Apfelplantage, bleiben wir mal beim Apfel, damit die vernünftig über die Jahre gut produzieren kann, brauche ich ja auch Bienen. Und da reicht es mir, wenn ich verschiedene funktionelle Gruppen an Bienen habe. Also wenn ich nur die Honigbienen habe, dann hat der Landwirt eigentlich zu viel ein großes Risiko. Weil wenn er jetzt ein Jahr hat, in dem es das Wetter, sage ich mal, nicht so richtig schön ist, ist es windiger als sonst, dann fliegen die Honigbienen nicht. Oder wenn es ein verregnetes Jahr ist, dann fliegen die auch nicht. Und dann hat er einfach große Ertragsausfälle. Wir wissen aber, wenn der Landwirt Hummeln, die ganz andere ökologische Nischen besetzen, also die bei ganz anderen Wetterbedingungen fliegen, oder auch Mauerbienen, die dann auch nochmal wieder bei anderen Bedingungen fliegen. Wenn er diese drei funktionellen Gruppen zusammen hat, das ist immer noch nicht hochdivers, aber damit kann so ein einfaches System wie eine Apfelmonokultur, kann damit resilient sein in Verbindung zu der Bestäubungsleistung, zu der Funktion Bestäubung. Und sowas können wir sagen, solche Aussagen können wir geben, aber für alle Ökosysteme, die es hier so gibt und für alle Regionen, das ist ja auch immer regional abhängig, können wir das nicht. Da gibt es einfach noch ganz, ganz riesige Forschungslücken. Aber jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie sind nicht die Bienenkönigin und wir haben eben auf diese Bienenhummelseite geguckt. Lassen Sie uns doch auf die Sortenseite der Äpfel gucken. Bringt es für mich, wenn ich jetzt Landwirt wäre, auch was, wenn ich unterschiedliche Apfelsorten hätte? Ja, das bietet mir natürlich auch schon mal wieder mehr Sicherheit. Wenn ich unterschiedliche Sorten habe, eine Sorte hat vielleicht ein Gen, was resistent gegen Trockenheit ist, die andere Apfelsorte hat wieder ein Gen, resistent für den Mehltau oder was auch immer für Krankheiten, gerade über so einen Apfelrollen. Also von der Seite ist das natürlich gut. Aber ich muss ja immer verschiedene Sachen mir anschauen. Und die Apfel oder überhaupt die landwirtschaftliche Produktion ist auf Effizienz gegangen. Nicht auf Sicherheit in der Richtung, sondern erstmal auf Effizienz. Und da ist es einfach am einfachsten, wenn ich eine Apfelsorte, das geht sowieso nicht, ich muss immer mindestens eigentlich zwei in der Plantage haben, weil die Bienen von einer Sorte zur anderen fliegen müssen, um sie zu bestäuben. Da reicht es nicht, eine Sorte zu haben, aber ich mache es dann ganz einfach und habe nur zwei Sorten, habe dann fünf Reihen, nur den Hauptapfel, den ich haben will. Ich sag mal Gala, den kennt vielleicht jeder, den möchte ich jetzt haben und dann eine andere Apfelsorte daneben. Das ist sicherlich ökologisch nicht das Beste, aber für den Landwirt hat das Kostenvorteile und deswegen wurde das so lange Zeit gemacht.
Und wenn wir jetzt aber wieder diversere Systeme haben wollen, dann ist das gar nicht so ganz einfach zu machen, indem wie die Sorten, wie die momentan gezüchtet worden, sind sie zur also Richtung Produktivität gezüchtet worden, aber nicht unbedingt resilient gegen den Klimawandel. Also da müssen wir jetzt züchterisch auch noch sehr, sehr viel nachholen. Und ich dachte so, unter Umständen ist es auch gut, eine Apfelsorte zu haben, die vielleicht früher anfängt zu blühen und dann wird sie noch bestäubt und eine andere ist dann in der Phase, wo es vielleicht zu viel regnet und dann hätte ich da eine gewisse Sicherheit und die Resilienz ist ja am Ende auch was wert. Aber das spielt nicht so eine große Rolle, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Doch, spielt auch eine Rolle. Da haben Sie recht. Also das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn ich ein verregnetes Jahr im Frühjahr habe und die blühen alle zur gleichen Zeit, wenn es regnet, ist das natürlich nicht so gut. Wenn ich dann noch eine spätblühende Apfelsorte habe, wenn die Bienen dann alle fliegen, dann hat der Landwirt natürlich, ach, der kann sich freuen, der hat dann Ertrag und alle anderen haben keinen Ertrag. Das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Und überhaupt spielt es auch eine Rolle, weil es schon auch Apfelsorten gibt, die sind weniger abhängig von der Bestäubung als andere Apfelsorten. Das haben wir auch schon oft besucht, untersucht, wir haben auch Experimente, auch ganz einfache Experimente mit dem Fernsehen gemacht, indem wir die Bestäuber mal alle rausgelassen haben. Einfach ein Käfig um den ganzen Baum oder um 5 Bäume, wo der Pollen nicht durch kann, wo die Bienen nicht durch kann. Und dann kann man ja gucken, ob noch ein Apfel entsteht. Und wir haben da, also in diesem Experiment, die Sorte Topaz, das ist ein Bio-Apfel, untersucht. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ich glaube, das war der Topaz. Wir haben schon so viele Experimente gemacht, aber beim Topaz ist es auf jeden Fall auch so, dass der teilweise ohne Bestäubung tolle Äpfel kriegt, riesengroße Äpfel. Keinen einzigen Kern da drin, finden Sie vielleicht ganz toll. Wenn ich so einen Apfel esse und ich habe keinen Kern da drin, ist das ja eigentlich schön. Aber diese Äpfel, die in den Kernen sitzt das Kalzium, das ist wichtig für die Lagerungsfähigkeit. Diese Äpfel sind riesengroß, da wird einfach nur das Fruchtblatt gereizt durch den Wind zum Beispiel, durch leichte Berührung und es kann ein Apfel entstehen. Aber es entstehen viel weniger Äpfel und diese Äpfel haben keine Kerne. Die Kerne kommen durch die Bestäubung, die können nicht durch so eine jungfräuliche Reizung des Fruchtblatts entstehen. Und dann habe ich ganz andere Nährstoffzusammensetzungen in diesem Apfel. Das ist weder gut für uns, wir wollen natürlich Kalzium in dem Apfel haben, wenn das am Ende da nicht drin ist. Und es ist auch nicht gut für die Lagerungsfähigkeit. Und es ist auch noch so, wenn ich weniger Äpfel am Baum habe, dann werden die sehr groß. Diese großen Äpfel will wieder auch kein Verbraucher haben. Der möchte ganz bestimmte Äpfel haben. Also entweder müssen wir den Verbraucher dann wieder ändern, was er da haben will. Und das müssen wir teilweise sicherlich. Es ist da relativ komplex. Also ja, aber ich finde, Sie haben das ganz toll dargestellt und vielleicht wird es einem ja nochmal so bewusst, wie abhängig wir sind auch mit unseren Gewohnheiten oder mit dem, was wir brauchen von kleinen Lebewesen, die wir sonst nicht so auf dem Plan haben. Aber wenn Sie sich wünschen könnten als Landschaftsökologin, dass der Verbraucher sich ändert, was würden Sie sich wünschen, was Verbraucher anders machen könnten? Erstmal natürlich ihr Einkaufsverhalten. Es ist immer schön, wenn wir lokale Produkte einkaufen und wenn wir soweit es geht biologische Produkte oder Bioprodukte einkaufen, aber nicht einfach im Supermarkt die Bioprodukte wählen. Die müssen nicht unbedingt besser sein, weil die Biobauern einfach auch Pflanzenschutzmittel benutzen, die aus der Natur kommen. Die dürfen sie auch benutzen, aber die töten natürlich auch Insekten. Und so würde ich mir eigentlich eher wünschen, man geht auf den Markt und spricht mit dem Landwirt. Wenn man mit dem Landwirt spricht und ihn fragt, wie produziert er, dann weiß man genau, was man bekommt und wie es produziert wurde. Und das ist eigentlich das, was man sich ja wünscht. Das ist das eine, das wäre einfach schön, lokal einzukaufen und mit viel Kommunikation. Braucht halt Zeit. Wir brauchen halt immer ein bisschen mehr Zeit dann dafür. Das andere ist sicherlich Lichtverschmutzung. Wir können alle versuchen, weniger Licht anzuhaben. Als wir mal ein Haus gekauft haben, als wir damals nach Lüneburg gegangen sind, haben wir erstmal alle Lichter ausgedreht, was unsere Nachbarn nicht verstanden haben, weil das Haus doch immer so schön draußen der ganze Garten beleuchtet war. Damit können wir Strom sparen und wir können gleichzeitig weniger Insekten töten. Weil diese Lampen,
töten einfach extrem viele Insekten. Die ziehen viele Insekten an. Wenn irgendwo in der Stadt keine mehr sind, dann ziehen sie keine mehr an. Aber wenn wir jetzt wieder dahin kommen, weil wir in Städten mehr blühende Pflanzen reinholen, dann haben wir wieder mehr Insekten. Und wenn wir die dann nachts alle töten, dann bringt uns das natürlich nichts. Also Gemeinden anrufen, bei Gemeinden fragen, kann man vielleicht andere Lampen nehmen, die etwas dunkler sind, die ein Licht haben, was nicht die Insekten so anzieht. Das gibt es alles schon. Was noch? Straßen. Straßen sind ein großes Problem. Am liebsten würde ich alle, zumindest die, die durch Naturschutzgebiete gehen, untertunneln oder übertunneln. Da sagt mir die Politik immer, das ist viel zu teuer, das können wir nicht machen. Aber sie können langsamer fahren. Weil je schneller ich fahre, desto mehr Insekten töte ich in der Regel auch. Das haben wir schon mehrfach uns angeguckt, untersucht und kriegen da immer hoch signifikante Ergebnisse raus. Also, wenn möglichst, wenn Sie schon Auto fahren müssen, am besten, ich würde mir natürlich wünschen, keiner fährt mehr Auto. Aber wenn das nicht geht, dann wenigstens langsamer. Man könnte noch vieles sagen. Was fällt mir noch ein? Vielleicht, was mir recht wichtig ist, jetzt nicht nur an den Autonormalverbraucher, sondern auch an die Politik, an alle. Wir sollten uns Ziele setzen. Wir sollten uns Ziele setzen, wenn wir Biodiversität schützen wollen oder wir wieder mehr Biodiversität bekommen wollen, dann müssen wir genau definieren, welche Biodiversität. Ist das einfach nur mehr Mauerbienen zu haben? So wie wir das am Anfang besprochen haben, das kann ich mit einem Insektenhaus ganz einfach machen. Oder möchte ich die bedrohten Arten haben? Und die kriege ich nicht so einfach wieder in die Agrarlandschaft, die kriege ich auch nicht so einfach in den Wald, sondern da muss ich bei den Naturschutzgebieten ansetzen. Und das sind andere Ansätze als in der Agrarlandschaft. Und möchte ich Biodiversität fördern auf Kosten von Produktivität, also weniger Lebensmittel produzieren, oder soll das beides gleich hoch bleiben? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir die Ziele ganz klar formuliert haben, dann können wir Wissenschaftler auch klar dafür die Forschung ausrichten. Und das ist momentan, fehlt mir da ganz oft die Zielsetzung. Da wird einfach nur gesagt, Insektenschwund, Insekten gehen zurück, wir brauchen wieder mehr Insekten. Und das geht einfach, wieder ein paar mehr Insekten zu bekommen. Die bringen uns aber vielleicht nichts, wenn es am Ende alles Schädlinge sind, sondern wir müssen ganz genau überlegen, welche Insekten wir wieder brauchen. Frau Klein, vielen Dank für Ihre klaren Antworten heute. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.